Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4, wo wir wieder Sims-Familien machen. Diesmal, es war nicht wirklich ein Vorschlag, sondern einfach nur eine Idee, die ich aus dem Kommentar rausgenommen habe von der letzten Folge. Und zwar, habe jetzt mein Handy sogar extra hier, ich werde jetzt extra nachschauen, wer nochmal den Kommentar geschrieben hat. Und außerdem werde ich auch noch ein bisschen vom Kommentar vorlesen. Wenn ich schaffe. Ja, gut gemacht. Also. Ups, das ist das Falsche. Nochmal. Gut, das ist das Richtige. Alles klar. Ihr könnt das gar nicht sehen. Oh Gott, ich kann den Namen nicht aussprechen. Typi, der jetzt eingeblendet wird. Zumindest Typis Namen, der jetzt eingeblendet wird. Sorry, dass ich dich Typi nenne. Eigentlich. Ich weiß nicht, ob dich das beleidigt, aber ich mache das irgendwie immer automatisch. Naja, jedenfalls. Er hat gesagt, es sieht eher aus, als hätte Donald Trump Justin Bieber geschwängert. Und von dem her haben wir jetzt Donald Trump und Justin Bieber. Und weil er gesagt hat, Donald Trump hat Justin Bieber geschwängert, kann Justin Bieber schwanger werden. Und Donald Trump kann andere Sims schwängern. Yay! Und ich weiß, das war kein Vorschlag. Da denkt sich jetzt auch bestimmt, oh Gott, nein, bitte, das war keine Aufforderung. Ja, ich weiß, es war kein Vorschlag, aber es war Inspiration. Ziemlich kranke Inspiration, aber immer noch Inspiration. Also warum fangen wir nicht mal gleich an? Und zwar mit, ich glaube, wir machen zuerst die Tochter. Ja, das ist gleich eins. Oh. Okay. Ah. Unbekannter Elternteil. Nein, wir wissen, wer der Elternteil ist, der andere. Also, wir machen zuerst die Tochter. Die Tochter, sie ist eine Teenagerin und eins. Oh. Oh, ich glaube, ich werde heute sehr viel Spaß haben. Na gut, warum nicht? Die Schuhe und allgemein das ganze Outfit. Uah. Okay, zwei. Ich habe die übrigens wieder aus der Galerie rausgeholt. Das heißt, ich habe die Sims nicht selbst gemacht. Ich habe es aus der Galerie raus. Nur die Haare musste ich nochmal neu machen, weil die wurden aus irgendeinem Grund automatisch entfernt. Ha. So, jetzt hat sie. Die hat irgendwie voll das männliche Gesicht. Vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber die hat irgendwie voll das männliche Gesicht. Na gut. Drei. Bis jetzt haben wir alle einen sehr guten Körperbau. Und dann kam sie. Na, sie sieht eigentlich echt nett aus. Ein bisschen zu buschige Augenbrauen. Aber ansonsten sieht sie echt nett aus. Hör auf, mal dich zu bewegen. Doch, sie sieht wirklich freundlich aus. Na dann. Eins, zwei, drei, vier. Oh Gott. Bitte seid ihr mir nicht böse, wenn ich sage, dass sie aussieht, als hätte sie mit dem Gesicht. Nein, 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 nein. Das war gerade kein gutes Deutsch. Bitte seid mir nicht böse, wenn ich sage, dass sie so aussieht, als wäre sie gerade mit dem Gesicht gegen eine Autotür gelaufen, die im selben Moment aufgegangen ist. Aber na gut, sie hat den Mund von Donald Trump. Sie hat. Also von. Ich jetzt sag jetzt nur Donald. Sie hat den Mund von Donald. Sie hat die Nase von Donald. Sie hat die Augen von Donald. Ich glaube, sie hat. Gesichtsform von Justin. Genau wie Körperform. Na gut, dann 5. Das ist die erste Tochter. Alles klar. Also schauen wir uns sie mal genauer an. Sie hat eindeutig die Gesichtsform von Justin. Sie hat den Mund von Justin, die Nase von Donald. Oder? Ja, die Nase von Donald. Wobei, das sieht eher aus wie die Nase von Justin. Die Augen von Donald. Und den Körperbau von Donald. Alles klar, und ihr Name ist Lea. Alles klar, das ist Lea. Eigentlich ganz nett, aber ich glaube, sie hat für ihre Figur die falsche Kleiderwahl ausgesucht. Na gut, aber vielleicht wird es ja noch besser. Das gilt es herauszufinden. Also, dann schauen wir mal. Abendkleidung. Na, es wird besser. Die Hose schaut zwar furchtbar aus, also das ist nie etwas, das ich tragen würde, aber ansonsten ist es ganz nett. So, Sportkleidung. Okay. Schlafanzug. Oh, ganz schön chillig. Party. Party. Oh, der Rock. Also es passt alles außer der Rock. Die Jacke, das Oberteil, die Schuhe passt. Wobei, ich kann sagen, das Oberteil allgemein, weil das gehört ja zusammen. Und die Schuhe passt, aber der Rock. Und das ist der Badeanzug. Sehr schön. Also,
Dann weiter zum Sohn. Warte mal, welche Augenfarbe hat sie? Die sind nämlich so braun. Ich habe nicht geguckt, wer was hat. Weil sie hat zwar die Augenform von Donald, aber ich glaube, ja, sie hat die Augenfarbe von Justin. Oder? Nein, sie hat voll und ganz die Augen von Donald. Alles klar. Gut. Dann versuchen wir es mit einem weiteren Genexperiment. Zeit für den Sohn, Runde 1. Oh weia, der sieht ja ganz schön mager aus. Aber ich habe auch das Gefühl, der weiß nicht, was er sein will. Will er der nette Junge von nebenan sein? Oder der Rebell vom Footballteam? Ich habe gerade ewig nach dem Wort Football gesucht. Egal. 2. Ja, es wird nicht besser. Also er hat eindeutig den Mund von Donald und die Nase von Donald und dann die Augen von Justin. Und Gesicht, das kann ich nicht mal sagen. Ich glaube, eine Mischung aus Justin und Donald. Na gut. Und der Körper, da möchte ich sowieso keinen Kommentar abgeben. Okay. Das war 2, jetzt kommt 3. So ein Militärtyp. Ey, das ist jetzt kein Witz. Ich kann mir den wirklich gut beim Militär vorstellen. Aber guckt euch mal diese kleinen Füße an. Ich weiß nicht, ob es an den Schuhen liegt. Aber das sind echt kleine Füße im Moment. Ich weiß, das ist erst die Nummer. Och nee, den habe ich jetzt fest drin, oder? Ah, den habe ich nicht fest drin. Gut. Dann muss ich mal kurz. Ich muss mal kurz die Schuhe wegmachen. Guck mal, was für kleine Füße der hat. Oh mein Gott. Okay. Ich finde es voll toll. Okay. Das ist Militär. Typ, aber der ist leider nicht der Sohn. Das war jetzt 1, 2, 3, 4. Der hat auch so. Und der ist sogar noch vom anderen Ufer, glaube ich. Ach, super. Der sieht aus wie der Designer von der Familie. Als würde er so eine. Mehrere Klamotten, ich weiß nicht, wie es heißt, rausbringen. Aber trotzdem, der sieht voll cool aus. Und die kleinen Füße. Ich liebe diese kleinen Füße. Okay, und 5, das ist der Sohn. Ich hoffe, er hat kleine Füße. Er hat kleine Füße, yay! Oh, und ist schon wieder so ein Militärtyp. Dann pass mal auf. Er hat die Kopfform von Donald, den Mund von Donald, die Nase von Donald, die Augen von Donald. Er hat eigentlich alles von Donald, auch den Körperbau. Justin, hast du Donald betrogen? Und sein Name ist Alex. Oh, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht. Patrick, er ist Patrick. Patrick, der Typ, der zum Militär ging und viel zu kleine Füße hat. Na gut, dann wird es mal Zeit für die Abendkleidung. Ganz schön schick. Sport. Die kleinen Füße machen mich fertig. Schlafanzug. Wer schläft mit Brille? Okay, Party. Party geht sogar, da sieht man. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Ich wollte gerade sagen, da sieht man nicht, dass er kleine Füße hat, aber na gut. Und Badeklamotten. Da kommen die kleinen Füße. Oh Gott, ich muss jetzt aufhören mit den kleinen Füßen. Zum Glück kommen jetzt halt nochmal die Mädels. Also die Kinder. Okay. Also dann. Donald. Und. Ich glaube, ich habe das Spiel gebrochen. Ah, jetzt hat. Donald und Justin. 1. Ich habe gerade das Spiel kurz kaputt gemacht. Okay, 1. Sie sieht ganz nett aus. Aber sie hat auch solche kleinen Füße. Ich achte jetzt halt viel mehr auf die Füße. Okay, 2. Seit Patrick achte ich die ganze Zeit auf die Füße. Ah, die sind wieder normal. Aber die hat, glaube ich, auch mehr von Justin. Ja. Okay, 1, 2. Dann kommt jetzt der 3. Und die Nummer 3. Ich mag die Frisur. Ich mag diese geflochtene Frisur sogar sehr. Zuerst bin ich immer irritiert, weil ich den Zopf nicht sehe, sondern nur das Gesicht. Und dann schauen sie aus wie ein Junge. Und dann drehe ich es um und dann sehe ich diesen schönen Zopf. Diesen schönen Zopf und. Sie sieht überhaupt nicht aus, als möchte sie die Weltherrschaft an sich reißen. Nein. Gut, 3. Warte. Ist das überhaupt die 3? Ich glaube, das ist die 4. Oh nein. 1, 2, 3. Ja, das ist die 4. Okay.
Auch sie hat diesen selben Blick. Eigentlich sieht sie aus wie das Mädchen davor. Und fünf, das ist die Tochter, wenn ich mich nicht verzählt habe. Alles klar. Also, sie hat die Kopfform von Justin, den Mund von Justin, die Nase von Donald und die Augen von Donald. Und den Körperbau von Donald. Gut, dann schauen wir mal, wie sie als junge Erwachsene aussieht. Unverändert. Gut, dann ist sie wieder ein Kind. Dann schauen wir mal all die anderen Outfits durch. Abendkleidung. Sport. Ich mache auch immer mit Jeans-Sachen Sport. Das ist sehr bequem. Nachtwäsche. Alles klar. Party. Oh, das ist süß. Das Kleid ist wirklich schön. Aber die Schuhe. Okay, das ist zum Schwimmen. Alles klar. Und ihr Name ist Sophie. Oh, ich kenne jemanden, der sich da freuen wird. Na gut, eigentlich wird sie sich überhaupt nicht freuen. Okay, hat sich erledigt. Ladies and Gentlemen, das ist Sophie, die Tochter von Justin Bieber und Donald Trump. Alles klar. Und jetzt kommt noch der kleine Bruder und dann haben wir die neue Familie. Donald Trump kriegt ein Kind. Oh. Dann nehme ich eben nochmal Justin. Oha. Okay. Und Donald kriegen ein Kind. Eins. Der erinnert mich aus irgendeinem Grund voll an. Oh verdammt, wie hieß der nochmal? Von dem Anime Black Butler. Da gibt es Yel und dann gibt es noch Eloise. Heißt der Eloise? Ich bin mir nicht sicher. Weil er hat auch immer solche kurzen Hosen getragen. In jeder Sims-Folge gibt es irgendetwas, das mich an irgendwas, etwa irgendetwas anderem erinnert. Sehr schön. Also, eins, zwei. Selbe Geschichte. Und die Mütze erinnert mich voll an Rumpel. Aber was soll's? Also, Sergeant Rumpel, bester Freund von Kronk und Sarrasa. Drei. Selbes mit der Mütze. Vier. Irgendwie sehen die Jungs alle gleich aus. Ja. Oh, der ist eigentlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass der, wenn der älter wird, schon gut aussieht. Na gut. Aber er ist nicht der Sohn. Fünf. Sondern das ist der Sohn. Dieser Typ, der nicht weiß, wo er reinpasst. Also, wie heißt Bruno? Ja, Bruno, wenn du älter wirst, wie schaust du denn aus? Oh ja. Er ist aber sowas von der Typ, der nicht weiß, wo er reingehört, wo reinpasst. Auch mit den Schuhen und. Oh ja. Machen die dich mal wieder zu einem Kind. Die Probleme also haben also schon relativ früh angefangen. Abendkleidung. Oh, das ist aber schön. Doch. Allerdings würde ich ein Kind nie zwingen, so eine Hose und ein Hemd anzuziehen und dann noch solche Schuhe. Würde ich nie tun, nur wenn es freiwillig will. Ich mag keine Kinder, aber trotzdem Kinder in sowas, in so formelle Kleidung zwängen, das ist einfach nicht. Ich finde es nicht okay. Gut, das ist Sport. Eine ziemlich interessante Hose. Schlafen? Oh. Oh. Alles klar. Party, Party. Oh. Der erinnert mich gerade irgendwie an. Ich weiß nicht. Ich weiß. Ich werde an so vieles erinnert. Und das ist Schlaf. Schlaf, genau. Schwimmen an Sachen. Ich werde an so vieles erinnert, wenn ich Sims spiele. Das ist furchtbar. Aber wir schauen uns nochmal die ganze Familie an. Also wir haben Donald Trump, den Vater. Und Justin Bieber. Er hat auch so kleine Füße. Ja, so große Füße. Justin Bieber. Und ja, da steht auch Tochter, Sohn. Okay. Dann haben wir Lea Trump, die erste Tochter. Patrick Trump, der zweite. Die erste Tochter, der zweite. Der zweite Sohn. Oder der erste Sohn. Dann haben wir Sophie, die zweite Tochter. Und Bruno, der zweite Sohn. Insgesamt vier, mehr oder weniger schöne Kinder. Gut. Tja, dann kann ich sie wieder alle töten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte macht wieder irgendwelche Vorschläge oder gebt mir zumindest Inspiration, was ich als nächstes machen könnte. So wie es Typi gemacht hat. Warum habe ich aber Assetze gesagt, wenn ich so oder so Typi sagen werde? Egal. Und dann, ja. Tschüss.